Hallo ihr Lieben, nach einem kurzen Zwischenspiel, wo ich meinen Senf unbedingt dazugeben musste, wie ich den Zusammenhang zwischen biologischer Evolution und kultureller Evolution sehe, also anders als Blumenberg, das war mir persönlich wichtig, geht es jetzt aber zurück zu Blumenberg selber, der jetzt selber relativiert oder zumindest challenged, was er zuletzt gesagt hatte, nämlich dass die Haustierisierung, die Selbstdomestikation des Menschen durch die kulturelle Evolution, die biologische Evolution ausgeschaltet habe, was ich wie gesagt ganz, ganz anders sehe. Und wir schauen jetzt an, was er weiter treibt im Zuge seiner philosophischen Anthropologie, seines Versuches, die Frage, was ist der Mensch, zu beantworten oder zumindest mit ihr zu spielen. Und jetzt geht es also tatsächlich in die, wie soll man sagen, Neurowissenschaft im weitesten Sinne, in die Hirnforschung. Und wir schauen mal, was er als Philosoph dafür Funken rausschlägt, was er dazu zu sagen, zu haben glaubt. Hans Blumenberg auf Seite 540 in Beschreibung des Menschen. Der vergleichende Anatom und der Hirnanatom mögen dies anders sehen. Sie haben ja ohnehin den Vorteil, dass jede Paläontologie und Paläoanthropologie eine endogene und autonome Entwicklung des Gehirns zu einem Hochleistungszentrum zur stillschweigenden Voraussetzung machen muss. Also behauptet, Paläontologen und Paläoanthropologen, was die ersten sein sollen, weiß ich nicht, müssen davon ausgehen, dass das Gehirn sich aus sich heraus entwickelt habe und könnten nicht exogene, also äußere Faktoren annehmen. Der aus dem tertiären Regenwald heraustretende Vorfahre des Menschen mag an äußeren Einwirkungen alles erfahren haben, was die Modellhypothese ihm zumuten muss. Letztlich muss sie voraussetzen, dass er zu einer überdurchschnittlichen Hirnleistung zumindest prädisponiert war. Die Geschichte des Gehirns ist eine endogene Geschichte. Sie liefert das Überschusspotenzial, aus dem die Evolution des Menschen ständig ihre Leistungsreserven beziehen konnte. Das Gehirn ist ein biologisches Universalwerkzeug vor allen anderen kulturellen Werkzeugen. Wusstet ihr das, dass euer Gehirn ein kulturelles Werkzeug ist? Ich nicht. Und ich bin mir auch völlig unsicher, ob ich dem zustimme. Wie gesagt, also wenn ich das jetzt totreite, mit Brian Hare, meinem Hauptzeugen für heutige paläoanthropologische Forschung, oder obwohl er natürlich auch nur eine Meinung unter vielen hat, das ist keineswegs unstrittig in der Paläoanthropologie, was der Brian Hare behauptet. Also innerhalb der Wissenschaft werden seine Selbstdomestikationsthesen durchaus gechallenged und in Frage gestellt und bezweifelt. Aber mein Hauptzeuge, Brian Hare, da geht meines Erachtens durchaus von exogenen Faktoren der Hirnentwicklung aus. Die Frage ist, was ist denn eigentlich exo und was ist endo dann? Ja, also welche Umweltrahmenbedingungen und so. Weil da können wir sagen, es gibt eine relativ stabile, eine relative stabile exogene, stimmt das überhaupt? Jedenfalls eine relativ stabile Umweltbedingung, die es bewirkt, dass eine Evolution towards Friendliness, eine Selection for Friendliness und Survival of the Friendliest tatsächlich bleibend Vorteile birgt für den Menschen. Ja, also der Zusammenschluss in relativ harmonischen, relativ geborgenen Gruppen, also dass Menschen überhaupt in der Lage sind, sich gegenseitig Geborgenheit geben zu können, ist gerade für ein Wesen, das eben ein solches merkwürdiges Gehirn hat, ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Also kurz gesagt, dass wir aufeinander in einer Form einwirken können, wo wir uns gegenseitig beruhigen und nicht nur aufputschen. Aufputschen tun wir uns sowieso genug. Das ist ein großer selektiver Vorteil und der tut wahrscheinlich Menschen gut, auch im Sinne der biologischen Evolution. Also wenn wir wirklich darüber reden, welche komischen Gene werden weitergegeben und welche nicht, wer hat einen höheren Reproduktionserfolg oder nicht, das alte Spiel. Dann ist wahrscheinlich diese Selection for Friendliness kein kleiner Faktor und da sind halt die Umweltbedingungen für ein Wesen wie uns wie immer relativ stabil. Es ist unter den allermeisten Bedingungen ein großer Vorteil, ein freundlicher Mensch zu sein. Es gibt aber Ausnahmesituationen wohl auch, wo genau das Gegenteil gilt, wo die möglichst unfreundlichen Menschen überleben und einen Reproduktionsvorteil haben, aber das sind keine schönen Zeiten. Kurz gesagt, in solchen Zeiten leben auch diese Menschen höchst ungern. Um das zu verstehen, muss man nur mal mit Soldaten über Krieg geredet haben, und zwar mit Soldaten, die Krieg erlebt haben. Ja, nicht die irgendwie in Trainingslagern und immer nur in der Kaserne hocken, sondern Leute, die also Kriegseinsätze haben. Es ist sehr, wie soll man sagen, informativ, sich mit Menschen hinzusetzen, die Extremerfahrungen schon gemacht haben
und sich mal anzuhören, was die so über diese Dinge zu erzählen haben. Ich würde das für mich in Anspruch nehmen, dass ich das getan habe und dass das also auch in meine Meinung über Philosophie, Anthropologie, Evolutionstheorie längst bereits eingeflossen ist. Hat ja nicht jeder so die Gelegenheit zu Gesprächen mit solchen Menschen, also relativ tiefgehenden Gesprächen. Ich habe die aber. Und insofern, nun ja, jetzt schreibt Blumenberg weiter. Also der letzte Satz war: Das Gehirn ist ein biologisches Universalwerkzeug vor allen anderen kulturellen Werkzeugen. Es wäre denkbar, dass die durch das Werkzeug der Werkzeuge realisierte Werkzeugkultur, also durch das Gehirn, das zentrale biologische Organ so weit entlastet hat und weiter entlasten wird, etwa in einer vollautomatisierten Computerwelt, dass trotz fortschreitender endogener Entwicklung dieses Organs ihm keine akuten Leistungen mehr abgefordert werden. Also das Gehirn wird faul. Das Gehirn ist sowieso faul, sagen die Evolutionsbiologen, weil es Energie einsparen muss. Das ist der Hintergrund aller unserer Klischeebildungen. Also wenn ihr beklagt, dass Menschen immer Klischees bilden und dass sie angeblich so dumm seien, naja, don't blame your brain because it must be economic. Es ist eine Überlebenserfordernis, dass das Gehirn ökonomisch arbeitet und wo es sich also leisten kann, das sogenannte schnelle Denken zu benutzen. Dort wird es das immer tun, einfach um energieeffizient zu arbeiten. Ja, das ist also ein ökologisches Organ in dem Sinne. Es will den Ressourcenverbrauch vermindern. Ja, und so arbeitet unser Gehirn laut der Hirnforschung. Das ist Fakt. Das heißt, es ist extrem vorteilhaft, dass unser Gehirn also zu diesem schnellen Denken in der Lage ist, also über Klischees, über so Schubladendenken. Es ist aber halt auch zu diesem so berühmten langsamen Denken in der Lage, dass es eben auch wir so Musterunterbrechungen hinkriegen und dass eben auch Vorurteile hinterfragen können, dass wir unser Schubladensystem umbauen können unter ganz bestimmten Bedingungen, können wir das. Und das ist doch wunderbar. Also es ist ein Wahnsinnsorgan, das Gehirn, aber es ist vor allem faul und das muss auch faul sein. Also wenn ihr je Denkfaulheit beklagt habt, dann seid ihr keine Hirnforscher. Ja, dann habt ihr also keine Ahnung vom Gehirn, weil sobald man Ahnung vom Gehirn hat, kann man Denkfaulheit nicht mehr dissen. Kann man nicht mehr jemanden beschuldigen, dass er denkfaul ist. Das ist also uninformiert. Hirnforschungstechnisch uninformiert. So, dies gesagt habend, gehen wir zurück zu Blumenberg. Das Potenzial würde nicht aktualisiert. Es wäre ein Freizeitgehirn geworden, ein spielerisches Gehirn vielleicht auch, das kommt jetzt von mir, welches sich luxurierend in Funktion erhält, aber gerade darin, dass es sich ausschließlich der Funktionslust anheimgegeben sieht, der Herrschaft des Realitätsprinzips entgleitet, das wäre ja furchtbar. Also den Bezug zur Wirklichkeit verliert. So können wirklich nur Philosophen denken, weil die Primärwirklichkeit für andere Menschen bleiben andere Menschen, das bleibt bleibend wichtig. Es gibt einen permanenten Anpassungsdruck, wenn man den nicht spürt, ist man Philosoph und hat sich bereits im stillen Kämmerlein eingeschlossen, was Blumenberg faktisch gemacht hat. Der ist dann irgendwann kaum mehr vor die Tür gegangen, hat nur noch nachts wach gewesen, gelesen, ist nur noch nachts wach gewesen, hat gelesen und geschrieben. Und wenn man natürlich in so einer Lebenssituation ist, dann kann man glauben, kann man das ernsthaft glauben, was er hier schreibt, dass man also den Bezug zur Wirklichkeit verlieren kann und auch den Realitätsbezug. Naja, aber die primäre Realität sind andere Menschen. Und wenn man nicht Philosoph ist, wenn man ein Nicht-Philosoph ist, dann verliert man den Bezug auch nicht. Das können also nur ganz wenige Menschen und ein kleiner Teil dieser Menschen, die das können, sind Philosophen. Und Blumenberg war ganz sicher einer, der dieses Realität, den Anschluss zu diesem Realitätsprinzip definitiv komplett verloren hat. Ein philosophischer Eremit. Es ist das Bild einer vollakademisierten Menschheit des tertiären und quartären Bereichs, in welchem gar nicht mehr realistisch bekannt ist, unter welchen Bedingungen die lebensnotwendigen Zubringerleistungen ausgeführt werden. Wunschbilder vom primären und sekundären Bereich der menschlichen Arbeit treten an die Stelle authentischer Erfahrung und Kenntnis. Die Gefahr deutet sich bereits heute in frei schwebenden Theorien von Wirtschaftsleben und von den Ausbildungsbedürfnissen des praktischen Lebens an. Das ist eine sehr konservative Theorie, aber gut, es sei jedem sein Konservatismus gegönnt. Dies nur als eine Nebenbemerkung dazu, eine Theorie der Hirnentwicklung müsse zugleich eine der Evolution des Menschen sein. Also, was Blumenberg hier hinterfragen will, ist, dass sozusagen, wenn man über das menschliche Gehirn nachdenkt und theoretisiert oder vielleicht auch Wissenschaft betreibt, das automatisch immer automatisch dazu führen muss, dass wir praktisch das Gehirn fit bleibt und sich weiterentwickelt. Er kann sich sehr gut vorstellen, dass auch genau das Gegenteil passiert, also praktisch das Gehirn verkümmert. Wir benutzen alle nur noch den Taschenrechner auf unserem Smartphone und dann gehen unsere schönen Kopfrechenkünste kaputt, ist ja doof. Der Wiener Hirnanatom Konstantin von Economo
Was für ein geiler Name, den Mann gibt's wirklich. Der Wiener Hirnanatom Konstantin von Economo hat 1929 das Prinzip des Fortschritts in der Gehirnformation, der progressiven Zerebration für die ganze Ahnenreihe des Menschen und für den Menschen selbst aufgestellt. Also dieser Konstantin von Economo, der Zellaufbau der Großhirnrinde und die progressive Zerebration. Was für Ausdrücke, was Menschen für sich für Dinge einverlassen. Zerebration, Hirnentwicklung, wenn ich das richtig verstehe. In seiner Abhandlung wendet sich Economo gegen die Annahme, dass der heutige Zustand unseres Großhirns ein definitiver sein könnte. Das von ihm formulierte Prinzip der progressiven Zerebration sei immer noch in voller Wirklichkeit. Also, dass das Gehirn sich weiterentwickelt. Obwohl das von Ernst, also wir sind nicht am Ende der Gehirnentwicklung angekommen, sagt dieser Herr von Economo. Obwohl das von Ernst Haeckel aufgestellte biogenetische Grundgesetz, die Embryonalentwicklung sei die zeitgeraffte Wiederholung der Artenentwicklung, heute nicht mehr strikte Geltung besitzt, so ist doch die Aufdeckung von Analogien zwischen der phylogenetischen und der ontogenetischen Entwicklung ein wichtiges heuristisches Regulativ. Also dass diese berühmte, dass der Embryo kriegt dann Haare, weil eben wir von mal behaarteren Lebewesen abstammen und nimmt kurzzeitig zwischendrin Formen an, die überhaupt nicht menschenähnlich aussehen und so weiter. Also es ist die berühmte Identität oder eben auch jetzt hinterfragte Identität von phylogenetischer und ontogenetischer Entwicklung. Also phylogenetische ist, wenn ich das noch richtig erinnere, die der Art und die ontogenetische, die von jedem einzelnen Menschen im Mutterleib unter anderem. Und er sagt jetzt, also es bleibt, auch wenn da diese Idee so etwas relativiert wurde mittlerweile, bleibt sie ein wichtiges heuristisches Regulativ. Was heißt das? Dabei wird vor allem ein grundlegender Sachverhalt bestätigt, der sich durch die Neuroembryologie genauso belegt findet wie durch die Paläontologie, nämlich das Prinzip der Ungleichzeitigkeit der Ausbildung der verschiedenen Teile des Gehirns, Heterochronie der Teile. Hier gibt es eine Fußnote zu Hugo Spatz, Vergangenheit und Zukunft des Menschenhirns von 1964 wohlgemerkt. Also alter Scheiß, bald 100 Jahre alt fast. Haha. So. Dieses Prinzip von Phylogonie und Ontogonie des Gehirns lässt eine gemeinsame Tendenz erkennen. Die den unwillkürlichen physiologischen Funktionen dienenden Teile des Gehirns sind in der Entwicklung vorgezogen. Die den differenzierten, willkürlichen Leistungen zugeordneten Teile, Neoenzephalon, zumal Neokortex, entwickeln sich auf beiden Linien, also Ontogenie und Phylogenie, spät, bekommen aber dafür bei den Primaten eine ausgesprochene Tendenz zur Größenbevorzugung und Wachstumsbeschleunigung gegenüber den in der Entwicklung stillstehenden oder so zurückbleibenden älteren Hirnanteilen. Also kurz gesagt, nach wie vor entwickeln sich diese Stammhirnanteile, also die älteren Hirnschichten, die wir auch bei Reptilien und Co. finden, als erste, auch in der Ontogenese, bei jedem einzelnen Menschen, wenn sich sein Hirn aufbaut im Mutterleib. Aber was starke Größenanteile und was also schneller wächst und mehr wächst, sind die neueren Anteile, also rund um Neoenzephalon, zumal der Neokortex. Jetzt gibt es ein Zitat von diesem, wem ist das? J.H. Jackson. Mal gucken. Entwicklung ist ein Übergang von einem überwiegend automatischen zu einem überwiegend willkürlichen Zustand. Wieder mal so ein Hammersatz. Nochmal der Satz. Entwicklung ist ein Übergang von einem überwiegend automatischen zu einem überwiegend willkürlichen Zustand. Also die meisten unserer Aktivitäten sind nach wie vor unwillkürlich. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Also unser Bewusstsein ist so eine kleine Spur, was sich alles in unserem Körper tut, was sich alles in unserer Psyche tut, in unserem Gehirn tut. Davon kriegen wir ja nur einen minimalen Anteil mit. Also minimal ist noch großspurig. Ja, wir kriegen so gut wie nichts mit. Das Allermeiste, was in unserem Leben passiert, ist unwillkürlich und wird das auch immer bleiben. Es gibt keinerlei Hinweise, dass die Willkürlichkeit zunimmt. So, da gibt es Grenzen, soweit ich zumindest sehen kann. Bei der Überlagerung des Paläokortex, der bei den insektenfressenden Vorfahren der Primaten noch den größten Teil des Gehirns ausmacht, durch den Neokortex werden vor allem die der Geruchsfunktion zugeordneten Teile der Althirnrinde abgedrängt. Unser Geruchssinn wird wohl immer schlechter. Diese Progression des Neokortex ist offenbar eine äußeren Faktoren weitgehend unabhängiges Entwicklungsmoment. Es wurde 1948 auch für die Entwicklungsreihe des Pferdes nachgewiesen. Muss man fragen, des Wildpferdes oder des Hauspferdes? Könnte Unterschiede geben. So, also gerade wenn man wieder an Brian Hare denkt, der ja sich sehr viel eben auch mit der Domestikation von Tierarten und den Parallelentwicklungen zu der Selbstdomestikation des Menschen befasst. Also ursprünglich ist der Brian Hare ein Hundeforscher.
hat sich mit dem Hundehirn viel auseinandergesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Und insofern muss man sehr vorsichtig sein, wenn über das Pferd geredet wird, weil dann die Frage sofort aufkommt, über das Hauspferd oder über das Wildpferd. Die Zurückdrängung der Geruchsfunktion ist eine der Voraussetzungen für die Selbstaufrichtung. Die Riechspurenorientierung durch Bodenkontakt, wie bei Gollum, wird durch das Vorrücken der Augen zum perspektivischen Sehen eingeengt. Also praktisch, es gibt einen evolutionären Preis. Der Sehsinn wird ausgebaut in einer ganz bestimmten Form. Der Geruchssinn wird zurückgebildet, weil wir die Nase auch nicht mehr so am Boden haben. Das heißt, die Optik muss schon Vorsprung haben, bevor die Aufrichtung beginnt. So viel können wir dann mit, wenn wir Blumenberg glauben, sagen. Also der Sehsinn muss bereits aufgerichtet sein, bevor der aufrechte Gang beginnt, sonst wäre das praktisch evolutiv ein Nachteil oder mindestens gleichzeitig muss es passieren. Wenn du dich aufrichtest, kannst du dich aus der Nase nicht mehr am Boden, das ist nachteilhaft bei der Orientierung in der Welt. Also muss sich der Sehsinn schon eine Prädisposition haben, dann diesen Vorteil des Rundumblicks zu haben oder ganz bestimmter Funktionen, die wir wahrscheinlich noch nicht hatten, beziehungsweise unsere Vorfahren noch nicht hatten, die Insektenfresser waren. Dem Prinzip der Heterochronie hat Hugo Spatz ein weiteres Entwicklungsprinzip hinzugefügt, das der Introversion und der Promination. Also ich liebe ja diesen Wissenschaftler, wie die immer wieder Worte erfinden, die völlig großkotzig großartig klingen. Adolf Remane hatte schon 1952 ein ähnliches biologisches Prinzip mit dem Titel Internation aufgestellt. Unter beiden Bezeichnungen verbirgt sich die Feststellung, dass phylogenetisch wie ontogenetisch die älteren Hirnteile im Entwicklungsfortschritt, und zwar in der Reihenfolge ihrer Entstehung, in das Innere des Gesamtorgans abgedrängt und proportional zurückgeworfen werden. Was hier zurückgeworfen heißt, ist interessant, wird aber nicht erläutert. Nicht nur relative, sondern auch absolute Verkleinerung ist öfter feststellbar. Also doch. Also das Gehirn, also sagen die älteren Hirnanteile werden abgedrängt und zurückgeworfen. Also sagen, sie werden nicht nur kleiner gegenüber dem Resthirn in Relation, sondern absolute Größe nimmt ab. Kann man wiegen. Weiß aber nicht, ob beim Gehirngewicht wirklich so wahnsinnig ausschlagkräftig ist. Es soll ja auch effiziente Hirne geben, ja, die also die kleiner sind, die weniger wiegen, aber nicht schlechter in der Leistung sind. Soll es geben, nicht nur bei Computerchips. Weil dieser Vergleich Computerchip-Gehirn sehr problematisch ist. Unser Gehirn ist kein Computerchip. Das habe ich hier nie behauptet, nie gesagt und möchte ich auch niemals behaupten. Dafür weiß ich da über das Thema bereits zu viel, um noch zu glauben, dass das Gehirn wie ein Computer funktioniert. Dass die Althirnteile behalten ihre Bedeutung für die Regulation lebensnotwendiger und instinktiver Funktionen. Der Vorgang darf aber nicht primär als Suppression, also Unterdrückung, verstanden werden. Vielmehr geht dieser eine Retraktion voraus, in der die Oberfläche älterer Hirnteile einen vom Liquor gefüllten Raum freigibt, in den erst dann der Neokortex sich vorschiebt. Promination, das ist eben diese Promination. Diese späteren Hirnteile können durch Hirnhaut hindurch derart Kontakt mit der Innenwand des Hirnschädels haben, dass der Liquor verschwindet, die Dura, äußere Hülle des Gehirns, zunehmend verdünnt wird, sich die Oberfläche des Gehirns an der Innenwand abformt, Impression und sogar der Schädelknochen stellenweise verdünnt erscheint. Alles Veränderungen des Gehirns in der Entwicklung. So, mal ein kurzen Einschub, weil mir gerade eine Parallele auffährt, das ist eine sehr gewagte, sehr assoziative Parallele. Wenn ich das richtig verstanden habe, was Blumenberg hier wiedergibt über einige Ansichten über die Hirnentwicklung, also im evolutiven Prozess der Hirnentwicklung wohlgemerkt, dann sehe ich eine Parallele zur Entwicklung der Demokratie. Überraschung. Weil, wie in anderen Videos erläutert, wo ich also Christian Meyers Werke, des Althistorikers Christian Meyers Werke, etwas genauer durchgegangen bin, konkret verschiedene Aufsätze aus seinem Buch Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, sehen wir in dieser Wiedergabe, Rekonstruktion der Entstehung der antiken Demokratie, dass ganz zentral für diese Entstehung dieser Demokratie war, dass man einen politischen Raum hinzu erfunden hat, der alle Privaträume, die die alten Griechen hatten, sozusagen nicht ersetzt hat, aber sie relativiert hat. Also wir haben so ein additives Modell, dass die alten Formen, so wie unsere ursprünglich älteren Hirnanteile, nicht außer Kraft gesetzt hat. Also es war keine Revolution nach der Devise, wir schaffen Bestimmtes ab. Ja, so eben wie der Blumenberg hier sagt, keine Suppression. Zum Beispiel der Adel wurde nicht unterdrückt. Ja.
oder andere Teile des Bürgertums wurden nicht unterdrückt, sondern man hat zusätzlich einen weiteren Raum geschaffen. Man hat also aufgestockt, aufgebaut. Der politische Raum wurde erfunden und er kam hinzu als neuer Raum, hat aber nicht die alten Räume ersetzt, aber hat sie in ihrer Funktion gewandelt. Und er hat das Gesamtgesellschaftsspiel komplett verwandelt. Und das war gesellschaftlich gesehen ein wirklich 1A evolutiver Prozess, ein Wahnsinnsfortschritt, der also größer gar nicht gedacht werden kann, was die alten Griechen geleistet haben, als sie letztlich den politischen Raum erfunden haben. Also dieser Titel von Christian Meyer, die Entstehung des Politischen bei den Griechen, ist extrem klug gewählt, weil es tatsächlich ein Stück weit geht, dass da etwas wirklich Neues entstanden ist. Er hätte vielleicht auch heißen können, die Erfindung des Politischen bei den Griechen, aber das hätte zu viel Absicht unterstellt. Es ist den Griechen sozusagen, sie haben Probleme gelöst und nebenher in einem evolutiven, institutionellen, kulturell evolutiven Prozess kam hinzu, ist etwas entstanden, was also nicht planvoll entworfen und erfunden wurde, was aber rückwirkend wie eine Erfindung aussieht. Ja? Und das scheint mir eine Parallele zu sein zur Hirnentwicklung beim Menschen. Mich fasziniert das. Machen wir aber jetzt doch weiter mit Blumenberg. Das von Spatz aufgestellte Gesetz besagt also, dass die früheren Hirnteile sich von der Oberfläche zurückziehen und sich hinsichtlich der aktiven Ausdehnung der späteren Hirnteile passiv bis präsumptiv verhalten. Dieser Prozess wird als nicht abgeschlossen angesehen. Zitat: Bei den später zur Entwicklung gelangten prominenten und impressionsfähigen Hirnteilen kann wohl erwartet werden, dass eine Tendenz zu weiterer progressiver Entwicklung besteht. Also das Gehirn ist nicht am Ende. Für die impressionsfähige, also an der Innenseite des Schädels abgebildete Oberflächenstruktur des Primatenhirns vermutet Spatz, dass die zunehmende Bildung von Windungen und Furchen ebenfalls auf dem Prinzip von Introversion und Promination beruht, also die dabei tiefer liegenden Teile zurückgeblieben, die höher liegenden durch Prominationsdruck aufgewölbt und aufgefaltet sind und sich in weiterer Ausdehnung befinden. Diese These wird allerdings zurückhaltend ausgesprochen. Weitere Untersuchungen seien hier notwendig, sagt dieser Spatz. Nochmal, der Typi stammt von 1964, hat er das verbrochen, verfasst. Eine der theoretisch uns begünstigenden Folgen der Impressionsfähigkeit des Neokortex ist die Entstehung einer Paläoneurologie durch die Möglichkeit, die Impression der Oberflächenstruktur am Endokranium, Innenwölbung des Schädeldachs, durch Ausguss mit plastischen Massen abzubilden. Das dabei fallweise festzustellende Fehlen der Impression gibt Aufschluss über das Fehlen einer progressiven Zerebration. So ist auch für den Rückzug des ursprünglich großen Geruchszentrums, Tuberculum olfactorium, das Fehlen der Impression das sicherste Indiz für den Prominenzverlust. Bei den Insektivoren, also den Insektenfressern, ist diese Prominenz noch stark abgeformt, bei den Subprimaten Tupaia nur noch schwach imprimiert. Bei den Primaten beginnt die Introversion mit der Retraktion, der dann die Suppression folgt, also eine einzige Fremdwortorgie. Also kurz gesagt, können wir sehen an den Abdrücken, wie sich das Hirn verändert hat bei den verschiedenen Entwicklungsstufen unserer primatischen Vorfahren. Bei Menschen ist sein Homologon nur noch mehr ein Rudiment, das ganz in der Tiefe liegt. Also wir sehen, wie dieser Geruchswahrnehmungsteil im Gehirn immer weiter weggedrückt wurde vom Schädelrand oder Schädeldecke, weiß ich nicht. Dazu komme ich mit diesen Fremdwörtern zu schlecht klar und habe zu wenig Lust, die jetzt gerade zu googeln. Ich glaube trotzdem im Kern zu verstehen, was Blumenberg sagen will. Trauriger noch als die Zurückdrängung der Geruchsfunktion ist die des Geschmackssinnes, der mit der sogenannten Insula verbunden ist, die bei Insektivoren und Tupaia ausgebreitet an der Oberfläche liegt, bei den höheren Primaten immer tiefer in den Grund der sogenannten Fissura sylvii abgedrängt wird. Hier nur eine kleine Randbemerkung, ich finde den Ausdruck höhere Primaten unangemessen. Was soll da an denen höher sein? Sie sind halt anders. Auch hier belegt die ontogenetische, die embryologische Untersuchung, dass die Retraktion der Suppression vorausgeht. Der Vorgang lässt kaum die strikte Einhaltung der Behauptung zu, dass der Verlust des Selbstbehauptungswertes dieser beiden Sinnesvermögen für die Rückbildung ihrer Funktionszentren im zentralen Nervensystem kausal sei. Gerade das eigentümliche Folgeverhältnis von Retraktion vor Suppression und Promination lässt nicht zu vermuten, dass die aktuelle Leistungsfähigkeit neuer Gehirnfunktionen die Erhaltung alter und älterer Funktionen überflüssig gemacht und infolge Begünstigung der jeweils stärkeren Ausbildung im Selektionsprozess abgelöst habe. Vielmehr gibt es eine endogene Koordination.
Also das eine löst das andere nicht ab. Es gibt mehr eine friedliche Koexistenz der verschiedenen Hirnregionen. Wenn ich das hier richtig verstehe überhaupt. Nun ist es aber nicht damit getan, unter den Sinnesvermögen zu unterscheiden zwischen den archaischen des Geruchs und Geschmacks einerseits und den modernen des Gehörs und Gesichts andererseits. Denn auch innerhalb des Neokortex gibt es die Differenz zwischen früheren und späteren Teilen zwischen Suppression und Promination. So ist die Rindenzone des Gehörs, die früher an der Oberfläche des Neokortex gelegen hatte, ebenfalls in die Tiefe verlagert und ihre Impressionsfähigkeit verlustig gegangen. Auch der optische Teil der Rinde, Area striata, ist in diesen Prozess bereits einbezogen, obwohl die Entwicklung der Sehrinde erst mit einem kleinen Oberflächenanteil bei den Insektivoren begonnen hatte. Bei den insektenfressenden Vorfahren des Menschen. Beim Menschen liegt nur noch ein kleiner Teil der Sehrinde an der Außenseite des Gehirns, alles andere ist der Suppression erlegen und nicht mehr sichtbar. Allerdings geschah dies weitgehend zugunsten des ursprünglich benachbarten und späteren, mit differenzierteren optischen Funktionen belegten Feldes 19. Nach der Nummerierung von Korbinian Brodmann 1909 bei dem Area striata Feld 17 ist. Die Anteile des Neokortex sind als dessen Primärgebiet bezeichnet worden, die in der Entwicklung zurückgefallen sind. Dazu gehören auch die ausgedehnten Teile des Neokortex, in denen motorische und sensible Funktionen lokalisiert sind, welche nicht mehr impressionsfähig sind, also wahrscheinlich der Regression unterliegen. Ihnen entspricht, also Rückbildung, ihnen entspricht eine glatte Innenseite des Schädeldaches und eine Liquorschicht sowie eine dickere Dura. Die Regression unserer motorischen und sensiblen Fähigkeiten zeichnet sich also mit ihrem ersten Indiz der fehlenden Impressionsfähigkeit auf der Innenseite unseres Schädels ab. Nicht nur an all dem, was wir in unserer Kulturwelt wahrnehmen zu können glauben. Also wir können an der konkret objektiven, feststellbaren Veränderungen unseres Gehirns im Laufe der Zeit so ein bisschen sehen, wohin die Reise geht, nicht nur an der äußeren Welt unserer kulturellen Formen. Im Gegensatz zum konvexen Teil des Neokortex ist der basale Neokortex, die Unterseite des Gehirns also, von noch in der Hominidenreihe feststellbarer Zunahme der Impressionsfähigkeit. Entschuldigung, ich lese nochmal, weil ich falsch betont habe. Im Gegensatz zum konvexen Teil des Neokortex ist der basale Neokortex, die Unterseite des Gehirns also, von noch in der Hominidenreihe feststellbarer Zunahme der Impressionsfähigkeit. Diese Region, also die weiterhin zunimmt, entfaltet sich sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch besonders spät. Die Impressionsfähigkeit des basalen Neokortex kann nichts mit dem auf der Dura und dem Endokranium lastenden Gewicht des Gehirns zu tun haben. Also da drückt nicht was drauf, sondern es muss andere Gründe haben. Sonst dürfte es überhaupt keine Tierformen mit vorwiegender Impression auf der konvexen Seite des Gehirns geben. Auffallend ist, dass neben der Ausnahme von Gorilla mit allgemein geringer Impression auch bei den Walen und Elefanten diese Besonderheit des allgemeinen Mangels an Impressionsfähigkeit auftritt. Also wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht im Tierreich. Spatz lässt dahingestellt, was doch die naheliegende Erklärung sein könnte, dass diese Formen den Höhepunkt der Evolution überschritten haben könnten. Und was ist jetzt diese naheliegende Erklärung? Bei fossilen Funden ist die Bestätigung der Entwicklungsdifferenz von Konvexivität und Basalität des Neokortex schwierig. Leichter ist sie für die stärkere Impressionsfähigkeit der Konvexivität, etwa beim Neandertaler gegenüber dem rezenten Menschen, im Vergleich zur Zunahme der Impression des basalen Teils auf die Schädelbasis, weil hier fossile Skelettfunde äußerst selten sind, die zumal aus Kiefern und Zähnen aus Teilen des Schädeldaches, selten aber aus solchen der Schädelbasis bestehen. Nur ein zwischen 1921 und 1925 in einem Erzbergwerk in Südafrika gefundenes, sehr gut erhaltenes Kranium des von Woodward 1921 zuerst beschriebenen Homo rhodesiensis ermöglicht einen auch für die Schädelbasis aufschlussreichen Ausguss, der gegenüber dem rezenten Menschen erheblich schwächere Impressionen, zumal im temporalen Abschnitt, zeigt. Also das dürfte mittlerweile anders sein. Soweit ich mitkriege, gibt es ständig neue Hirnfunde, also ständig graben die Paläoanthropologen neue Schädel raus. Also das würde mich sehr wundern, wenn das gegenüber den 60er, 70er Jahren noch stimmen würde, was der Blumenberg hier schreibt. Also mittlerweile dürfte die Datenlage besser sein, dass man also mehr Hirne hat und das besser untersuchen kann, ob das hier überhaupt stimmt, was Blumenberg behauptet. Der wichtigste Aufschluss an diesem Fund ist, dass die temporale Funktion des Gehirns noch in der Zunahme begriffen war, also wegen noch mangelnder Ausbildung Anteile am Aussterben dieser Eigenentwicklung gehabt haben könnte. Was aber kann oder soll aus all dem gefolgert werden? Das interessiert uns doch wesentlich mehr als die Details, also zumindest mich.
Es ist ja schön, dass hier harte Wissenschaft dahinter steckt, aber was heißt das alles? Was bedeutet das für die Frage, was ist der Mensch und wohin geht er? Aus der Traumatologie ist bekannt, dass Schädigungen des basalen Neokortex nicht mehr den Charakter der Minderung oder Ausschaltung einzelner instrumenteller Funktionen haben, zum Beispiel Aphasien, sondern ausgesprochene Störungen der Persönlichkeit, sogar unter Beeinträchtigung ihres ethischen bei Ungestörtheit ihres intellektuellen Verhaltens ausmachen können. Also das heißt, aus der Verletzungsforschung, Hirnverletzungen, Hirntraumata, wissen wir, was passiert, wenn dieser Teil, um den es hier geht, wenn der geschädigt wird, was da passiert. Oder sagt, die intellektuellen Fähigkeiten bleiben intakt, aber es kommt zu Persönlichkeitsstörungen und zu ethischen Störungen, Verhaltensstörungen. In der Persönlichkeitsstruktur greifen auch die Schädigungen des temporalen Abschnitts des basalen Neokortex ein, der doppelseitig ausgebildet ist und dessen Beeinträchtigungen daher auch nur in seltenen Fällen von Schädigungen nachgewiesen werden können. Sollte die doppelseitige Ausbildung ein Hinweis auf den Selektionsvorteil der damit verbundenen besonderen Absicherungen dieser Hirnfunktion sein? Fragezeichen. Hier gibt es eine Fußnote, aber das lese ich nicht. Ich lese mal weiter. Die geringfügigen Andeutungen dafür, dass das Zeitbewusstsein eine späte und dem Raumbewusstsein auflagernde Struktur ist, sind für das Verständnis der menschlichen Phylogenese, also der menschlichen Artentwicklung, vielleicht von besonderer Bedeutung, das menschliche Zeitbewusstsein. Ein Parasit des menschlichen Raumbewusstseins oder sagen wir mal so ein Aufsatz des menschlichen Raumbewusstseins. Erst der Raum, dann die Zeit. Interessant, dass wir daher von der vierten Dimension sprechen, wenn wir von der Zeit sprechen. Entscheidend für die Beurteilung der Stellung des basalen Neokortex ist die in der Spätphase der Evolution ist etwas, was Spatz mit folgendem Satz zusammenfasst. Hier kann man nicht von Werkzeugstörung sprechen, wie etwa bei den Aphasien, sondern hier ist der Mensch in seinem eigentlichen Wesen getroffen. Und genau darum ging es ja Blumberg, um das eigentliche Wesen des Menschen, um die philosophisch gemeinte Frage, was ist der Mensch? Das heißt bei Philosophen immer, was ist das Wesen des Menschen? Und hier sagen also jetzt Hirnforscher, zumindest in den 60er Jahren, wir haben ein Zentrum im Gehirn, dort ist das Wesen des Menschen. Ich finde das sehr lustig. Sehr lustig, sehr, sehr lustig. Kann mich nur beömmeln über was hier ist. Welches sind nun die Folgerungen des Hirnanatomen für die Zukunft des Menschen? Soweit er sie aus der Entwicklungstendenz, da muss man vorsichtig sein, Tendenzen kann man nicht beliebig verlängern, weil auch die Tendenzen können sich wandeln und ändern. Mit der Evolution. Das muss man beim evolutiven Denken immer voraussetzen. Veränderte Umweltbedingungen, plötzlich anderer Selektionsdruck. Das ist totaler Normalbetrieb in der Evolution. Das ist nichts Besonderes. Muss man ständig mit rechnen. Gut, also man kann nie von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Nicht, wenn man Evolution näher denkt. Ja, also jegliches Schließen der Vergangenheit auf die Zukunft ist anti-evolutionstheoretisch, soweit ich das verstanden habe, mit meinen bescheidenen Laienwissen, soweit ich mir das zusammenschustere und soweit ich es überhaupt bisher einigermaßen kapiert habe. So, jetzt also mit dieser Einklammerung, mit dieser großen Vorsichtsklammer folgen wir diesem, was Blumberg hier rauslesen will. Welches sind nun die Folgerungen des Hirnanatomen für die Zukunft des Menschen, soweit er sie aus der Entwicklungstendenz des Gehirns glaubt, abschätzen zu können? Zunächst muss es als wenig wahrscheinlich angesehen werden, dass es eine Umkehrung der Entwicklungstendenz gibt, dass also die früheren und abgedrängten, zum Teil proportional oder gar absolut zurückgebildeten Teile des Gehirns sich in der Zukunft noch wesentlich weiterentwickeln werden. Also da ist irgendwas an ein natürliches Ende gekommen oder wird sogar zurückgebildet und diese Tendenz ist offenbar da. Dagegen sei eine weitere Evolution zu erwarten bei den späten, noch impressionsfähigen und zur Promination neigenden Teilen des Gehirns, also in erster Linie der bisher wenig beachtete basale Neokortex. Der dürfte sich noch weiterentwickeln, glauben einige Hirnforscher der 60er Jahre, letztes Jahrhundert. Da dieser Hirnteil in Beziehung zu höchsten menschlichen Fähigkeiten steht, was soll das sein, höchste menschliche Fähigkeiten, ich weiß, wo kommt hier die Wertung her? Egal, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Progression auch für diese Fähigkeit erstrecken wird. Gilt das auch, wenn zugestanden werden muss, dass gerade diese Fähigkeiten keine der Selektion unterliegenden Lebensvorteile einschließen? Das ist eben eine gewagte Annahme, dass die keine Vorteile einschließen. Woher nimmt der diese Annahme, der Blumenberg? Also er stellt das hier als Frage in den Raum. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob der gesamte hier geschilderte Entwicklungsprozess ausschließlich auf dem Spiel von Erbmutation und Selektion beruht oder ob es davon unabhängige morphologische Großtendenzen der Entwicklung gibt, die autonom und endogen reguliert sind.
Auf jeden Fall wird man damit rechnen müssen, dass der ganze Komplex der instinktiven, sensiblen und motorischen Leistungen stagniert oder gar abfällt. Also wir werden immer noch instinktarmuter, aber unsere Wahrnehmung wird schlechter und unsere motorischen Leistungen werden schlechter. Es gibt hier eine Fußnote zu, hier hat der Behaviorismus eine ganze Dimension von der Fragestellung verschüttet. Also sagt er, macht hier einen Vorwurf an den Behaviorismus. Habe ich hier glatt möglicherweise eine Zeile überschritten? Nee, habe ich nicht. Entschuldigung. So, wie viel man doch nicht aufnimmt, während man liest. Es gibt hier eine Fußnote und da geht es um Karl Jaspers, die lese ich. Zum Beleg, Karl Jaspers widmet in seiner allgemeinen Psychopathologie den Störungen des Zeitbewusstseins umfangreiche Abschnitte in der Theorie und Praxis der Psychiatrie. Der Amerikaner F.C. Radlich und D.X. Friedman von 1966 kommen das Thema Zeitbewusstsein, Zeiterleben, Zeitumgang, Zeitstruktur überhaupt nicht vor. Das wäre zu behandeln in einem eigenen Kapitel über die Resultate der Psychopathologie für die Anthropologie. Bum, 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 bum. Und ich habe noch was Interessantes gelesen über Elefanten und Co., aber das habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet, dass da noch eine eigene Fußnote zu gab. Gut, lesen wir mal weiter, was Blumberg ganz am Ende dieses Abschnitts sagt. Spatz unterscheidet die zerebrale Leistungspotenz, die mit dem rezenten Homo sapiens sapiens biologisch erreicht worden ist, von der zerebralen Leistungsentfaltung, die auf jener Potenz beruht. Also einmal Potenz, einmal Entfaltung. Ganz klassisches antikes Denken. Ne? Dynamis und Energia für die Philosophen hier. Gibt es die noch? Also Potenz und Entfaltung. Aber deren kulturelle und historische Aktualisierung darstellt, also die Potenz bei der man besser von Evolution im biologischen Sinne nicht mehr spreche. Die Potenz wird ausgeschöpft, aber nicht fortgebildet, verändert oder gesteigert. Die geschichtliche Ausschöpfung ist ein historischer, nicht in die biologische Erblichkeit eingehender Prozess. Was dazu wohl Epigenetiker sagen von heute? Sie ist der Inbegriff dessen, was wir Tradition nennen und wozu auch die Mittel dieser Tradition gehören. Sprache, Bilder, Schrift, Hütung des Feuers als Urakt vielleicht aller Traditionen. Prometheus wäre vergeblich gewesen, wenn er das Feuer nur übergeben, nicht aber die Kunst der Hegung des Feuers mitgeteilt hätte. Auch in der Ontogenese wird die Verspätung der zerebralen Leistungsentfaltung gegenüber der zerebralen Leistungspotenz bestätigt. Es ist ein grundlegender Sachverhalt, dass das Gehirn etwa im 10. Lebensjahr sein Höchstgewicht erreicht hat und die biologische Entwicklung dieses Organs damit im Wesentlichen abgeschlossen ist, während seine Leistungsentfaltung erst dann einsetzt und noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht. Auch die Ontogenese bestätigt also, dass die Ausschöpfung dieses Potenzials unabhängig von der Hypothese des möglichen Fortschritts der organischen Potenz ist. Also selbst wenn die Potenz nicht gesteigert wird, gibt es immer noch Leistungsausnutzungsfragen der zur Verfügung gestellten Potenz. Spatz glaubt, dass im Ganzen die Geschichte des Menschen eine langsame, von Rückschlägen unterbrochene Hebung des Niveaus des ethischen Bewusstseins anzeigt. Und die würde dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, Gorillas, Elefanten und Walen einschließen, die auch ein gehobenes ethisches Bewusstsein hätten, wenn man das eben auf diese basalen Anteile des Neokortex bezieht, die sich wohl in jüngster Zeit besonders stark weiterentwickelt haben. Jüngster Zeit heißt in evolutionären Maßstäben jüngster Zeit. Also, wir werden immer besser, meint auch Blumberg. Ich nehme alle meine Vorwürfe zurück, wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe. Ich habe ihn ja vorher so verstanden, dass er sagt, irgendwie, das sei irgendwie alles ganz schlimm und so, die biologische Evolution kommt an ein Ende und irgendwie die kulturelle Evolution habe die biologische zum Erliegen gebracht. Ja, weiß ich nicht. Jetzt hier am Ende scheint er das Gleiche zu sagen wie der Brian Hare, nämlich, dass wir uns besonders in ethischer, in sozialer, in Kooperationshinsicht weiterentwickeln. Also wir werden immer noch kooperativer. Wir lernen immer noch besser, unser Verhalten aufeinander abzustimmen, auch wenn das manchmal absurd erscheinen mag. Und zum Beispiel durch sowas wie Digitalisierung, eine neue Umweltrandbedingung, die wir selbst erzeugt haben im Zuge unserer kulturellen Evolution. Wie gesagt, wir erschaffen mittlerweile größtenteils unsere eigenen Umweltbedingungen selbst. Wir erzeugen unsere Umwelt, an die wir uns dann biologisch evolutiv anpassen. Und naja, und das Internet ist eine evolutive
Gamechanger-Größe ersten Ranges, und zwar für uns Menschen, weil wir uns völlig anders verhalten. Wir bewegen uns anders, wir nehmen anders wahr. Das ist ein gewaltiger Evolutionsdruck, würde ich mal sagen, der da aus dem Internet kommt und der natürlich unser Hirn verändern dürfte. Und zwar erstmal auf der ontogenetischen Ebene, aber irgendwann auch auf der phylogenetischen Ebene. Natürlich. Also unsere Gehirne verändern sich, während wir das Internet nutzen. Unweigerlich. Das ist ein derart plastisches Organ. Und das tun sie natürlich erstmal beim einzelnen Menschen. Und wenn man das weiterdenkt und weiterdenkt und weiterdenkt, dürfte sich das Gehirn aufgrund der Erfindung des Internets ganz gewaltig verändert haben. Und sowas wie Bildschirme und Interaktion und dann irgendwie diese Tastaturen, die es aber irgendwann bald nicht mehr geben wird und so weiter, entwickelt sich das weiter natürlich mit der von uns selbst hervorgebrachten Technik. Ja. Und naja, es kann also sein, dass zum Beispiel unsere sozialen Fähigkeiten durch das Internet, durch die digitale Welt erstmal zurückgehen oder dass sie sich wandeln. Wir sind soziale Wesen, als solche geboren. Wir sind in lange Zeit durch die Savanne wahrscheinlich getigert, in so großfamiliären Gruppen, haben dort gelernt zu überleben. Das hat uns geformt. Ja. Kooperationsfähigkeit war das einzige, wahrscheinlich eine der wenigen Dinge, womit wir punkten konnten gegenüber anderen Lebewesen, mit denen wir uns den Lebensraum geteilt haben, auch gegenüber anderen Hominiden. Und ja, das ist halt eingeflossen und das ist wahrscheinlich Teil des Basisbetriebssystems, der wird sich nicht mal ebenso ändern. Das heißt, wir bleiben soziale Wesen, auch trotz des Internets. Möglicherweise ist aber das Internet wirklich eine größere Herausforderung für uns, als wir bisher realisiert haben, weil zum Beispiel halt viel, wenn du im Bildschirm guckst, das haben jetzt auch schon viele bemerkt, guckst du dich nicht wirklich an, aber das ist eine relativ wichtige Funktion, da passiert richtig was im Gehirn, wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut, also das kann man messen, was da alles passiert. Das sind also relativ, wie soll man sagen, groß angelegte Prozesse, die halt nicht passieren, wenn du über Bildschirm kommunizierst, weil du dich ja nicht auf die gleiche Weise in die Augen schaust. Das kann man natürlich durch Technik versuchen zu kompensieren. Es kann aber auch sein, dass an der Biologie justiert wird. Also, dass wir lernen, dass unser Gehirn entweder lernt, entweder auf der ontogenetischen oder auf der phylogenetischen Ebene, damit besser klarzukommen. Aber dass es was verändert, ist ganz klar. Ja. Da gibt es solche Dinge wie, dass sich anfassen, sich riechen können, nach wie vor für uns eine Bedeutung hat. Ja. Auch für Bindungstheorie. Geruch ist nach wie vor wichtig. Es mag im Rückgang sein, aber es ist immer noch da. Wir sagen nicht von ungefähr, ich kann dich riechen, ich kann dich nicht riechen. Auch bei der Partnerwahl spielt es angeblich immer noch eine riesige Rolle. Also, dass das völlig verschwinden wird, ist eine gewagte Annahme, nicht undenkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich. Zumindest jetzt erstmal die nächsten paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende ist das so schnell geht das dann halt mit der biologischen Entwicklung in der Regel nicht. Und also was sehr hoffnungsvoll macht, ist, dass also die Grundanlage, ein soziales Wesen zu sein, wohl relativ tief eingewurzelt ist in unser Basisbetriebssystem und also nicht sehr leicht weggemändelt werden kann. Also aus dem Menschen ein asoziales Wesen zu machen, also einen Philosophen, und dann noch eine überlebende Art zu haben, ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Also was uns am Leben erhält, ist, dass die allermeisten von uns extrem prosozial sind, was sich zum Beispiel in allen meinen Coachings immer wieder bestätigt. Also wenn man vielleicht ein Bild von der Menschheit hat, wir sind alle sind asoziale Arschlöcher oder so, oder in einem ganz schlimmen Sinne Egoisten oder Narzissten, also nicht in dem positiven Sinne, den Egoismus durchaus auch haben kann, im Sinne von guter Selbstsorge, ne? Oder guten, gesunden Selbstbewusstsein. Also wenn wir also dieses Bild haben, die Menschheit sei ganz schrecklich, egoistisch, narzisstisch, irgendwie so, kann ich nur sagen, aus unmittelbarer Anschauung, aus unmittelbarer, intensiver Arbeit mit höchst unterschiedlichen Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, das stimmt einfach nicht. Ja, es bestätigt sich überhaupt nicht. Ich kann nur prosoziale Eigenschaften feststellen bei nahezu allen meinen Kunden. Und nur nochmal, auch wenn ich das hier totreite, ich hatte weit mehr als 4000 Kunden die letzten knapp 12 Jahre. Intensiver Kontakt, intensiver Austausch. Da konnte ich mir ein ganz gutes Bild machen von der Menschheit, wie sie zumindest im Raum München rumläuft. Kann natürlich sein, dass der Mensch in Gelsenkirchen ganz anders ist. Oder in Wien. Oder in Rio de Janeiro. Oder auf dem Land in der Pampa, im Outback von Australien. Ja. Kann sein. Das kann alles sehr gut sein heutzutage. Das kann man nicht ausschließen. Ja. Also man muss da sehr vorsichtig sein mit Schlüssen. Aber ich kann sagen, die Menschen, und das waren tatsächlich Menschen aus aller Welt dabei, ich habe Chinesen gecoacht, ich habe Indianer gecoacht, ja, wirklich. Ich habe Menschen aus allen möglichen afrikanischen Ländern gecoacht. Ich habe alle möglichen Europäer gecoacht. Ich habe Amerikaner gecoacht.
Ich habe Inder gecoacht und ich kann nur prosoziale Menschen feststellen im Coaching. Ist ja merkwürdig. Und das trotz diesem merkwürdigen Eindruck, den wir aus den Medien bekommen, der Mensch sei gar so asozial, bestätigt sich aber in unmittelbarem Kontakt einfach nicht. Und das macht doch sehr viel Hoffnung, zumindest mir, dass diese prosozialen Eigenschaften Evolution hin, biologische Evolution hin, kulturelle Evolution her, extrem stabil, läuft stabil. Darauf kann man aufbauen, darauf kann man Gesellschaft bauen und darauf kann man eben auch, baba, das demokratische Losverfahren aufbauen. Also Demokratie ist eine super Idee, weil sie die Sozialität des Menschen nutzt, aber das tut sie eben nur in der Form einer Kontaktdemokratie, einer Begegnungsdemokratie, einer Beziehungsdemokratie, wie sie durch das Losverfahren gestiftet wird. Durch das demokratische Losverfahren, durch geloste Bürgerräte. Dort kommen unsere prosozialen Eigenschaften als Bürger voll zur Geltung. Machen wir das nicht, haben wir einen falschen Eindruck von der Menschheit, nämlich alle seien Arschlöcher oder dumm oder so. Das stimmt aber nicht. Menschen sind gutartig und schlau. Und der Eindruck, wir seien bösartig und dumm, den kann man nur aus der Ferne haben. Das sind meine sehr realen Erfahrungen. Und ich muss sagen, ich bin in diese Erfahrung hineingegangen mit einem sehr negativen Menschenbild. Also ich bin kein Philanthrop, ich bin ein Misanthrop. Ich mag keine Menschen. Noch nie. Ja. Habe ich als Kind nicht gemocht, mag ich auch heute nicht. Noch nicht, warum ich als Coach zwischendrin geendet bin, ist ja vielleicht nicht das Ende meiner persönlichen Entwicklung, warum ich also zwischendrin mal viele Jahre sehr intensiv als Coach gearbeitet habe, ist mir persönlich ein Rätsel, weil ich bin zu diesem Beruf denkbar mit am schlechtesten geeignet von allen Menschen, die ich mir vorstellen kann. Habe ich aber trotzdem gemacht, war anscheinend sogar, wenn man das Kundenfeedback ernst nimmt, kein ganz schlechter Coach. Aber das Wichtigere für mich ist, ich habe herausgefunden, die Menschheit ist großartig. Das war aber nicht meine Ausgangshypothese. Also ich habe nicht sozusagen Confirmation Bias, das, was ich am Anfang gedacht habe, bestätigt. Ich wurde vielmehr falsifiziert in meinem Menschenbild durch den unmittelbaren Kontakt, durch die Erfahrung, durch die Empirie. Und ja, also zumindest mir gibt das zu denken. Ob es euch zu denken gibt, müsst ihr selbst entscheiden. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendem. Und weil ich das vergessen habe, damit ist dieser Abschnitt zu Ende. Diese Videoreihe ist damit zu Ende. Ich danke euch, dass ihr das so lange verfolgt habt. Vielleicht folgen weitere Videos dann zu einem anderen Kapitel aus dem Buch. Das kann sein, das weiß ich jetzt noch nicht. Dazu muss ich erstmal reinschnuppern, ob ich dazu Bock habe. Aber das Ding ist jetzt hier abgeschlossen mit diesem Video. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und lasst es euch in jedem Fall gut gehen und seid gut zu euch selbst und gut zu anderen und geht mal davon aus, dass das keinerlei Widerspruch in sich trägt. Altruismus und Egoismus ist ein künstlicher Widerspruch, in Wirklichkeit ist es keiner. Nicht in den allermeisten Alltagssituationen. In Extremsituationen mag das anders sein, im Krieg oder in Hungersnöten, aber im Normalbetrieb der Gesellschaft ist es kein Gegensatz. Ceterum censeo democratiam esse sortiendam.